Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir haben noch was zu tun, was ich gerade eben in der Pause festgestellt habe. Wir müssen noch zu der Feenquelle hier oben gehen. Dann können wir nicht unsere Rüstung upgraden. So, dann nochmal ganz kurz der Hinweis, weil ich in den letzten zwei Parts verpasst habe, zu machen. Abonnieren ist umsonst, einen Daumen nach oben auch. Ich garantiere es, 100% Geld-Zurück-Garantie. Ich zahle nämlich gar kein Geld, das heißt, wer den 0 Cent zahlt, kriegt den 0 Cent zurück. Also, ja, also ist sehr billig für mich. Abo wäre sie super, danke. Kleines Abo, tut nicht weh. Wirklich nicht, tut wirklich nicht weh, ich verspreche es. Nur ein bisschen vielleicht. Aber nicht doll. So. Und Daumen nach oben auch nicht, aber ich habe das schon gesehen bei meinen Breath of the Wild Videos. Ihr gebt fleißig Daumen nach oben. Das finde ich sehr gut. Also für meine Verhältnisse sehr gut. Bin ich sehr stolz auf euch. Ah, da bist du ja wieder. Nun, wenn du Rubine hast, gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 500 Rubine. Bitte sehr. Danke, mein Retter. Meine Kraft. Sie kehrt zurück. Ich hasse das zu synchronisieren. Du hast mich befreit. Ich hatte jemand Größeres mit mehr Muskeln erwartet. Ach, tja. Aber auch wenn du ein bisschen mickrig bist, bist du irgendwie ganz süß, du Schnuckel. Dank dir habe ich meine Kraft zurück. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken. Sofern ich die richtigen Materialien habe, willst du es mal versuchen? Mit meiner jetzigen Kraft kann ich deine Kleidung ein gutes Stück verstärken. Na klar, verstärken. Wir wollen auf die Hylia-Sachen hier, das Hylia-Gewand, auf das Reckending können wir auch schon einmal upgraden. Ich glaube, das können wir nur einmal upgraden, oder? Ich glaube, nee, Stufe 2 können wir sogar schon. Ich glaube, ab Stufe 3 ist Sternfragmenten. Ein Reckengewand, das ist, was ich verstärken soll? Ja. Also dann, warte hier. Das hat übrigens einen Grund, warum man mich nicht sieht. Der Grund ist, der Hauptstar meiner Let's Plays sind die Spiele und nicht ich. Du kannst mich vielleicht morgen sehen. Erledigt. Ach ja. Wenn du alle Kleidungsstücke eines Sets trägst, erhältst du bei manchen Sets nach dem Verstärken einen Bonus. Soll ich noch andere Kleidung verstärken? Ja klar. Weil ich morgen Sea of Thieves spiele. Ach guck mal, das Reckengewand braucht glaube ich jetzt schon die Sternenfragmente, ne? Wo ist es? Ah ne, in der Fahre. Oh, stimmt, das waren die verschiedenen Splitter. Ich glaube von allen Drachen, ne? Aber egal, wir machen jetzt erstmal das Hylia-Set. Ich fange sofort an, wenn du wirklich sicher bist. Also dann, warte hier. Aber bei Sea of Thieves synchronisiere ich nichts. Erledigt. Soll ich noch andere Kleidung verstecken? Ja, bitte, 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 bitte. Okay, ach, warum geht das denn nicht nochmal? Was fehlt uns denn dafür? Ah doch, da geht nochmal, okay. Ich will auch eigentlich, die wäre schon geil, aber ich glaube, die kann ich nur einmal oder so. Nehmen wir das, bei der zweiten Stufe brauchen wir Sportechsen. Müssen wir auch noch besorgen. So, also dann, jetzt kommt die nächste Sequenz. Bei der zweiten Stufe gibt es die Sequenz und das wird schlimmer mit der Zeit. Das wird schlimmer mit der Zeit, das kann ich euch versprechen. Umso höher ihr upgradet, desto schlimmer wird das, was ihr da seht. So. Überspring's aber jetzt. Dann geht's schneller. Ich muss jetzt nicht hier stundenlang verbringen mit den Animationen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, nochmal ganz kurz erwähnt, alle Rüstungen in diesem Let's Play werden auf Max aufgelevelt. Denn alles andere wäre kein 100%. Das heißt, wir werden noch sehr viel Sternfragmente und Schuppen und so alles mögliche farmen in diesem Playthrough. Weil wir werden das komplett 100% alle Rüstungsteile finden, alle Rüstungsteile auf Maximalstufe bringen. Also, wir werden viel zu tun haben in diesem Let's Play, das kann ich schon mal versprechen. Sehr viel. So.
Badadada. Ja, bitte verstärken. Okay, geht nochmal. Die Hylia-Sachen sehen auch sehr cool aus. Das sieht aus wie so ein wandernder Abenteurer, finde ich. Das Set ist schon hübsch. Badadada. Okay, wir können noch mehr verstärken. Und wenn wir das können, machen wir das auch. Wir können zum Beispiel hier die Sora-Rüstung verstärken. Wir können auch den Hylia-Helm und alles Mögliche verstärken. Aber hier wird es schwierig, über die erste Stufe hinauszugehen. Schauen wir mal. Aber wenn wir die Sora-Rüstung mal ausrüsten müssen, ist es halt praktisch, wenn sie geupgradet ist, ne? Aufgelevelt ist, aufgestiegen. Diese Anglizismen. So. Oh. Huh. So viel Upgrades. Ba, 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 ba. Ah, doch. Oh, stimmt, gar nicht so schlecht. Wir brauchen keine Bockblin-Herzen, wir brauchen dann die anderen Herzen von den Moblins. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da haben wir zwar noch nicht genug von, aber machen uns keine anderen Upgrades gerade kaputt mit dem Level hier. Upgrades, Aufstiege, Verbesserungen, Anglizismen. Ich muss mich echt verbessern, was das angeht. Das Wort Upgrade ist einfach so in mir drin, das Wort dafür. Das ist... Naja, was soll man machen? So, wir können nur ein Rüstungsteil verbessern. Und wenn ich eins davon aussuchen würde, was ich noch tragen würde, dann wäre es, glaube ich, die Rüstung und nicht der Helm. Weil ich finde, den Helm ist irgendwie... Der Helm ist weird. Ich finde das irgendwie... Na gut, eigentlich passt es jetzt zu Link, weil er ja eigentlich eine Wache ist und so. Aber ja. So. Die Kletterausrüstung mache ich gerade nicht. Wobei, eigentlich könnte ich das... Warum mache ich das nicht? Na egal, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir es erledigt hier. So, und jetzt rüsten wir das mal aus, weil wir haben jetzt gerade wirklich nichts besonders Gutes ausgerüstet. Und ich glaube tatsächlich, es wäre tatsächlich deutlich besser. Oder was? Es gibt ja keinen Z-Bonus. Gibt ja nichts. Und ich könnte einfach das hier ausrüsten. Sieht immer noch geil aus. Aber hat deutlich mehr Rüstung. Jetzt haben wir 28 Rüstung. Ja, okay, zugegeben, so geil sieht es nicht aus. Aber es hat ordentlich Rüstung, also von daher lohnt sich das. So, was wir auch noch machen müssen, tatsächlich, eigentlich müssen wir das jetzt mal langsam anfangen, ist folgendes. Wir müssen ein bisschen Holzfäller spielen. Wir müssen ein bisschen Holzfäller spielen. Wir brauchen Holz. Wenn man die kleinen Bäume kaputt macht, gibt es dann direkt Holz? Nee. Schade. So. Wer sich nicht erinnert, warum wir das Holz gerade farmen, für unser eigenes Haus. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch Geld, neben dem Holz, aber Geld ist nicht das Problem, wir verkaufen einfach ein bisschen was. Wie viele Holzbinde haben wir jetzt? Ich glaube, wir brauchen 50 Stück, ne? War das so? Oder 30 Stück oder so? Ich kann ins Questbuch, glaube ich, gucken, dass doch der Baum geht. Ich guck gerade mal ganz kurz ins Tagebuch, weil das müsste eigentlich eine Nebenaufgabe sein, oder? Der Waffennarr, dein eigenes Traumhaus, genau. 30 Holzbündel, okay, und 3000 Rubine. Aber 3000 Rubine sind das kleinere Problem als die Holzbündel. Wenn man sie sieht, die Holzbündel kriegt man relativ schnell mit den Bomben. So, wir sollten jetzt 30 haben, ne? Ja, genau 30. Aber ich nehme auch ein, zwei mit, wenn es geht. Damit ich auch ein Feuer machen kann, im schlimmsten Fall. Weil sonst habe ich ja gar nichts mehr an Holz. Oh, der Baum geht nicht, oder was? Da war die Bombe genau dazwischen, das kann natürlich sein. Ja, ich glaube schon.
Ah, oh, das waren zwei Holzbündel, wunderbar. Okay, dann geht's auf nach Hateno und dann werden wir mal ganz kurz Sachen verkaufen und dann 3000 Rubine. Das kriegen wir hin, glaube ich. Gut, wir werden sehr viele Edelsteine später brauchen, aber wir können ja auch jetzt einfach alle verkaufen, weil wir werden die nochmal farmen können. Wir werden so viele Gelegenheiten haben, an Edelsteine zu kommen. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn ich die jetzt alle verticke. Das ist halt die Frage, ob ich genug habe, das sehen wir dann gleich. Ah, die Musik ist so schön. Da. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. So, der hat auch Pfeile hier, ne, die ich mitnehmen könnte. Kaufe ich erstmal alle. Er hat auch Bombenpfeile, aber wo sind die Bombenpfeile teuer? Eieieiei. Na gut. Jetzt müssen wir schauen. Ah, aber wir haben sehr viele davon. Also wir können hier ordentlich verticken. Verkaufen wir einfach 20 Stück. Ah, also das mit dem Geld geht schnell. Wir hatten ja nur 20, stimmt, aber ist ja wurscht. Wir verkaufen auch hier von. Ach komm, weißt du was? Wir verkaufen einfach alle. Wir finden eh wieder welche. Der Rubel muss rollen hier. Tada! 3000 Rubine. So, unser eigenes Haus kommt. Da 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 dam dam. 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 Da da dam. Dam. Hi. Hallöchen. Hast du die 30 Holzbündel? Ich hab sie. Ach, sehr gut. Dann nehme ich sie dir mal ab. Jetzt weiß ich, dass es dir ernst ist. Du kannst das alte Haus wie abgemacht für 3000 Rubine haben. Melde dich bei mir, wenn du das Geld beisammen hast. Hab ich. Hallo. Hast du die 3000 Rubine? Ja, klar. Im Ernst? Du gibst mir 3000 Rubine, ja? Du stehst zu deinem Wort. Ja, ich zahle. Nicht zu glauben. Einfach großartig. Na, dann lass mich die Rubine, dir die Rubine abnehmen. Die sind doch sicher schwer. Ah, die Firma dankt. Ich muss schon sagen, in deinem Alter so viel Geld für etwas auszugeben, das hat schon was. Ich habe noch eine Waffenhalterung mit draufgelegt. Wollte eh keiner hier kaufen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. So, und womit beschäftige ich mich jetzt als nächstes? Ach genau, da war ja noch was. Ich schicke Dumster nach Akala, um dort Land zu erschließen. Yay, unser eigenes Traumhaus. Das ist unser Haus. Geil, oder? Wir haben sogar einen Waffenständer. Das ist unser Haus. Wir haben nicht mal ein Bett. Aber es ist unsers. Ja, links Haus. Hallo. Ich habe Dumster gebeten, in Akala Land zu erschließen. Erschließen? Tja, das Geschäft muss expandieren und all sowas. Ich werde ihn wohl bald losschicken. Du solltest nochmal mit Dumster reden, bevor er aufbricht. Ja, was machst du? Pause. Übrigens, hast du das Haus gekauft? Ja. Beeindruckend in deinem Alter. Nichts Besonderes. Also dann? Was? Ich gehe bald von hier weg. Warum? Beruflich. Beruflich? Du hast vielleicht schon davon gehört, das Bauunternehmen Yolanda plant zu expandieren. Nicht schlecht. Nichts Besonderes. Wo geht's hin? Das Dorf der Soras liegt im Norden von hier und auch weiter nördlich davon befindet sich Akala. Weit weg. Ja, schon. Dann viel Erfolg. Danke. Tja, dann muss ich wohl langsam los. Wenn du Lust hast, schau doch mal in Akala vorbei. Bis dann, mach's gut. Oh, ich mag die Musik. Da-dam. Da-dam, dam, dam, dam. Damit fängt meine absolute Lieblingsnebenquest an. Mit Abstand, das ist meine absolute Lieblingsnebenquest in diesem Spiel. Ich fange jetzt an. Und ich bin auch so froh, dass ich die euch jetzt zeigen kann und euch erklären kann, was wir jetzt machen werden. Da freue ich mich wirklich drüber, weil ich das jetzt immer, ich durfte es ja nicht verraten.
weil ich möchte ja nicht zu sehr spoilern oder sowas. Deswegen bin ich auch nie dahin, sondern ich bin immer dran vorbei. Und ihr fragt euch bestimmt schon, was hat das mit dieser komischen Insel da im Wasser auf sich? Da ist bestimmt auch noch irgendwas. Ja, da ist irgendwas. Und da gehen wir jetzt auch mal ganz kurz hin. Weil ich glaube, er müsste jetzt auch da sein. Ja, ihr seht auch schon, da unten ist das erste Haus. Ja. Ich gehe erstmal nach unten, dann erkläre ich euch das mit der Nebenquest. Das ist meiner Meinung nach die absolut schönste Nebenquest in diesem Spiel. Mit Abstand. Und ich möchte jetzt einfach nicht zu viel vorwegnehmen. Die Musik. Oh. Und das wird noch krasser mit der Musik, meine Freunde. Wirklich, das wird noch krasser. Das ist jetzt nur die erste Version. Mehr verrate ich nicht, aber... Tabu Rasa. Da, dam, dam, da, dam. Hallo. So sieht man sich wieder. Wer warst du? Ich bin Dumster vom Bauunternehmen Yolanda. Ich erinnere mich. Ich auch. Was machst du hier? Ich habe den Auftrag bekommen, hier von Grund auf ein neues Dorf zu bauen. Tabula Rasa sozusagen. Deshalb nenne ich das Dorf Tabu Rasa. Guter Name. Tja, was ist? Mit den Baumaterialien der Firma konnte ich ein Haus errichten, aber für ein ganzes Dorf fehlt mir einiges. Zum Beispiel Arbeiter, Material, Geld. Ich helfe dir. Passt schon, du hättest ja nichts davon. Trotzdem, das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Gut, dann zur Sache. Bevor wir Leute einladen, brauchen wir ausreichende Unterkünfte. Könntest du mir 10 Holzbündel besorgen? Zusammen mit dem Material der Firma müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. So, und jetzt erkläre ich das ganz kurz. Wir bauen hier tatsächlich eine Stadt mit auf. Ein kleines Dorf. Stadt ist das falsche Wort, aber... Ja, das Bauunternehmen baut hier ein neues Dorf und wir werden nicht nur ein Dorf bauen, sondern wir werden auch Bewohner für dieses Dorf suchen. In schönen Nebenquests mit schönen Geschichten, die wir erleben werden. Und mehr verrate ich nicht an Details, aber ich sag so viel, die Musik wird sich ändern, wenn neue Leute hierher kommen. Und es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Es ist eine der schönsten Quests in diesem Spiel. So, jetzt werden wir erstmal Holzbündel besorgen. La la. La 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 la. Wobei wir auch noch einen Schrein machen werden, fällt mir gerade ein. Ich weiß, dass hier ein Schrein in der Nähe ist, den wir nicht gemacht haben. Manchmal erinnere ich mich ja auch an Schreine. Manchmal. Oh. Es regnet, das ist nicht gut. Okay. Ui, du hast mich entdeckt. Und jetzt viel Spaß beim rutschigen Bergsteigen. Tschüssi. Viel Spaß. Du Trottel. Moment. Kann ich nicht die... Also es ist nur ein Set-Bonus, ne? Wenn ich das... Das verhindert nicht nur das Rutschen, wenn ich Set-Bonus habe, oder? Ja. War so klar. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, wir rüsten wieder die schönen Sachen aus hier. So. Wie wär's mit Beam? Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber den Krogsarm habe ich ja trotzdem, von daher ist nicht schlimm. Oh, 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 oh. Aber die Lanze ist kein Problem, aber das ist ein Problem. Und ich nehme auch an, das ist ein Problem. Ah, nee, das ist das. Nee, Soldatenbogen ist kein Problem. Ich nehme trotzdem nicht den Bogen. So. Oh, wow, 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 wow. Warte mal, ist meine Rüstung nicht ein Problem? Aber nee, die Rüstung zählt nicht, ne? Genau, okay. Boah. Was für ein Glück. So, wir haben noch, holen noch ein bisschen Holz. Da, 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 da. Ach ja. Da 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 da. Bin ich hier richtig, wo ich denke? Nee. Vielleicht bin ich auch an der falschen Stelle, wo ich... Ich dachte eigentlich hier bei in der Nähe ein Schrein, aber... Ich muss gleich mal auf der Karte gucken.
Badam, bam, bam, bam. Aber hier oben drüber, glaube ich. Ich glaube, das geht. Schauen wir mal. Okay. Ja, da hinten, das meine ich. Genau da, wo die Wächter da sind. Mit Regen komme ich da aber nicht rüber. Da müssen wir über die Brücke gehen jetzt wirklich. Da kommen wir nicht drum rum, den langen Weg zu gehen. Das werden wir heute auf jeden Fall noch machen. Das heißt, das werden wir in diesem Part vermutlich nicht mal komplett hinbekommen. Aber das schauen wir mal. Das heißt, danach kommt auf jeden Fall noch ein Part. Die Nanu ist gerade eben erst gekommen und die hat sich ja schon auf Zelda gefreut gehabt. Die wollte unbedingt Zelda sehen. Für die war Dying Light 2 eher nix. Oder für ihn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also auch egal. Er, sie, es, they, there, da, egal. Ist total wurscht. Ihr könnt auch ein Alien sein oder ein Pferd oder ein Kürbis. Kürbisse sind super. Oder eine Melone. Melonen. Oder Erdbeeren. Ihr könnt auch Blitze sein, aber die mag ich nicht so gerne. Zugegeben. Die stören mich ganz schön, die Blitze. Ihr könnt auch Wölfe sein, übrigens. Das passt ja zu einem Pflanzstar. So. Ja, der Weg zur Brücke ist ein ganz schön langer Weg. Und diese Wächter, ich weiß nicht, wie wir die besiegen, tatsächlich. Ich weiß, dass man mit Pfeilen und ich glaube auch mit dem Schild kann man die, glaube ich, auch blocken. Aber das habe ich nie geübt mit dem Schild. Bei denen. Also bei normalen Wächtern kriege ich das ja hin, aber bei denen, keine Ahnung, ob ich das schaffe. Sehen wir dann ja aber. 1, 2, 3, 4, 5. So. Vielleicht schaffen wir es auch, den auszuweichen. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn wir das schaffen würden. Gut, wir könnten natürlich Schleichfutter machen, also Sachen, die uns im Schleichen verbessern. Wir müssen noch weiter bis zur ersten Brücke. Eieieiei. Aber dafür gibt es hier auch so Aufwind. Kann man tatsächlich easy rüber jetzt, ohne über die Brücke zu gehen, aber. Wir gehen trotzdem über die Brücke. Lass mich in Ruhe! Bitte lass mich in Ruhe. Ihr auch, bitte lasst mich in Ruhe, geht weg! Ich hab keinen Bock auf euch! Geht weg! Nein! Haut ab! Niemand mag euch! Falls euch das niemand gesagt hat, eure Mutter mochte euch auch nicht. So. Jetzt habe ich es euch gegeben. Oh, da vorne ist ein Wächter. Da werde ich mein Schild gleich brauchen. Ich habe gar kein Schild ausgerüstet wegen des Sturms. Und ich habe leider nur zwei Schilde. Das wird also ganz schön lustig jetzt gleich. Schauen wir mal. Ich speichere vorher. Save early, save often. Dann ja, ich glaube der. Oh mein Gott. Wo kommst du denn her? So. Ich behaupte, der lebt noch. Nee, lebt er nicht? Oh, der Blutmond. Der Blutmond, er kommt. Oh yeah. Es regnet uns halt auch wieder, ne? Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht finden wir noch ein paar coole Sachen hier. Ja gut, das könnte wieder gutes Geld sein, aber... ach, wir können es auch mit der Bombe machen. Ja, das tat weh, aber gut. Hui! Da liegen gute Sachen rum. Nice. Das schmeckt sehr gut. Da unten ist auch noch was. Okay, dann gehen wir da gleich auch noch runter. Oh. Vielleicht hört der Regen ja auch bald mal auf. Das wäre schön.
Oh, Feuerstein, wunderbar, den will ich gerne haben. Ich glaube, das andere Ding ist da runtergefallen, ja. Oder nee, das ist, glaube ich, ein Exhalfoss da unten. Naja, egal. Ein Krogsamen. Ui, da hast du mich entdeckt. Oh, Jesse. Er ist auf den Kopf geschmissen. Oh. Ja. Badam. Badam. Badam, dam, dam, dam. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sachen wegfliegen, wenn ich das mit der Bombe mache. Nein, der Diamant! Das war der wertvollste Kristall in dem Spiel. Ja, Blutmond, ich weiß, dass du kommst. Ich habe zu viele Gegner besiegt. Und das sind schon wieder 2,5 Stunden vorbei. 2 Stunden und 45 Minuten, glaube ich. Ich glaube, so war das. Ach ja. Aber wir skippen die Sequenz gleich. Wir können das skippen, theoretisch. Wir können machen, dass es erst in der nächsten Nacht soweit ist. Wenn wir jetzt ganz schnell in den Schrein reingehen würden. Dann wird das erst in der nächsten Nacht sein. Der Blutmond verschwindet dann. Die Nacht des Blutmondes ist ja, Zelda, ich weiß. Die Monster kommen alle wieder. Ich kenne das doch. So, ein bisschen Leuchtsteine. Das heißt, hier oben ist vermutlich der Moblin wieder da. Okay, hier sind nochmal Steine. Ah, mit denen, warte mal, kann man da unten vielleicht einen Stein reinwerfen irgendwo? Ist da unten irgendwas? Nee, ne? Das ist kein... Ist das hier auch noch ein Krogsamen oder so? Der ist tot. Ich hab den erwischt da unten. Aber das hat jetzt nicht viel gebracht, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, meine Lieblingsfreunde. Flederbeißer. So. Lass mich bitte in Ruhe. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ach, wir schaffen das schon. Ist ein ganz schön weiter Weg bis zum Schrein, aber... So viel kann ich schon mal sagen. Oh mein Gott, sag mir bloß, der Stein ist schon wieder irgendwo hingefallen. Oder war einfach nichts drin? Kann es auch sein, dass mal nichts drin ist? Ich glaube, das ist einfach wieder weggefallen. Ein Schwertling. Das Muster dieses Pilzes erinnert an von einem Schwert verursachten Schramm. Die Wirkstoffe in seinem Lamellen steigern den Kampfgeist und somit die Angriffskraft. Das freut mich doch. Okay, wir gehen mal hier hoch. Ich speichere auch gerade mal ganz kurz ab. Wir sind jetzt nicht ganz wenig vorangekommen. Wir sind ja schon auf der zweiten Insel hier. So, dann machen wir nochmal eine Bombe. Okay. Oh, da fliegt was weg. Guck mal. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Bitte kein Regen jetzt. Bitte kein Regen, bitte kein Regen, bitte kein Regen. Lass mich nach oben gehen. Bitte, 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 bitte. Danke, danke. Das war knapp. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Oh, wobei, das ist gleich nicht so klug, was ich gerade versucht habe hier. Ich weiß nicht, ob ich so weit komme. Ohne Probleme am Ende. So. Ich versuch's trotzdem mal, oder? Das ist schon ganz schön weit weg. Ich glaube, es ist sinnvoller hochzuklettern, jetzt wo kein Regen ist.
Klettern wir lieber. Und jetzt fängt... Nee, das ist Wind, oder? Das ist kein Regen. Ja, das ist Wind. Ich wollte gerade sagen, jetzt fängt es an zu regnen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Okay. Ich weiß, ich will zum Schrein eigentlich, aber erkunden ist ja auch wichtig, ne? Waren wir da oben eigentlich? Ja, da oben müssen wir gewesen sein. Ich weiß nur nicht, ob wir ganz oben drauf gewesen sind, aber... Das passt schon. Jetzt haben wir nur das Problem, dass hier bald die Wächter kommen. Aber wenn wir weit oben laufen, dürften die Wächter uns eigentlich nicht sehen. Die sind eher da weit unten und... Oh mein Gott. Diese Brücke macht mir Angst von den Geräuschen. Fliegen die auch einfach hier oben lang. Ich weiß es gerade leider nicht. Wobei ich natürlich auch die Sachen, die hier unten sind, auch noch irgendwann gerne mitnehmen würde. Da unten sind auch noch Sachen. Aber das machen wir, glaube ich, wenn wir antike Pfeile haben. Da kann man die relativ gut besiegen, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern, dass man die fliegenden Wächter relativ gut mit antiken Pfeilen besiegen kann. Alter, diese Geräusche sind nicht gerade vertrauenserweckend, wenn ich ehrlich bin. Not gonna lie, aber natürlich mein kleines Wildschweinchen. Oh, der lebt bestimmt, oder? Nee. Scheinbar nicht. Dummer Typi. Ich wollte dich besiegen, aber es geht ja nicht, weil du nicht lebst. Badam, 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 bam, bam. Ich sehe dich. Tschüss. Ich glaube, wir gehen jetzt mal schnurstracks Richtung des Schreins, aber der Part ist auch gleich vorbei, aber wir segeln mal ganz kurz hier rüber. In der Hoffnung, dass er uns jetzt nicht sieht beim Rübersegeln. Wir gehen jetzt hier rechts lang, versuchen uns da ein bisschen so vorbeizuschleichen, statt jetzt auf den direkten Weg zu gehen, weil hier sind wir auch schon direkt am Schrein, glaube ich. Es ist nicht mehr weit von hier. Topas, sehr gut. Lebt der noch? Ja, auch der lebt nicht. Aber untersuchen. Ah ja, wir können die Sachen da rausnehmen, genau. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall schnell machen. Hier ist der Schrein. Puh, der Kamu-Schrein. Gut, dass ich mich noch richtig daran erinnert habe, dass er hier ist. So, liebe Freunde, aber das war's für diesen Part. Den Schrein sehen wir erst im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Und immer dran denken, abonnieren und einen Daumen nach oben ist umsonst. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.